Was, wenn ich euch sage, dass diese kleine Kerme mit meinem Cinerig mithalten kann? Kaum zu glauben, oder? In diesem Video nehme ich euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen, wie ich mit meiner Fujifilm Videos drehe und ob ich sie für den Anfänger oder auch den Pro weiterempfehlen könnte. Viel Spaß mit dem Video. Ich war letztens mit meiner Fujifilm ein paar Tage in meiner Heimat und habe versucht, das Beste aus ihr rauszuholen, die besten Shots zu sammeln und was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt in einem kleinen Behind-the-Scenes-Zusammenschnitt. Wir sind jetzt hier nochmal ein bisschen weiter aufs Land gefahren, und zwar mitten in Brandenburg, in einem Hotel, in einem Schloss. Wir haben einen kleinen Weinberg und filmen hier auch nochmal mit der Fujifilm. Wir haben auch in dem Hotel ein paar Shots gemacht, werdet ihr sehen. Natürlich, die Stabilisierung lässt an ein paar Stellen einfach nach und kann nicht mit der Lumix mithalten. Da habe ich auch nochmal genau dasselbe Video gedreht. Ich habe in 4K 25 Frames die Sekunde gefilmt. Ich hoffe, wenn die XE5 irgendwann mal rauskommt, dass wir auch 4K 60 zumindest haben, oder noch cooler wäre natürlich 4K 120 oder 100. Damit wäre das größte Problem, nämlich die fehlende Stabilisierung in der Kamera, schon wieder ein bisschen besser zu handeln. Trotzdem, ihr seht, dass ich immer so ein bisschen im Ninja-Walk laufe und die Kamera auch ziemlich nah am Körper halte. Ich habe auch noch ein paar Aufnahmen als Vergleichshots mit meiner Lumix S5 Mark I aufgenommen, um mal ein bisschen so den Look und die Stabilisierung zu vergleichen. Seht selbst, aber ich muss sagen, dass der Look von der Fujifilm mir irgendwie besser gefällt. Dazu gesagt, das war auch ein Kundenprojekt und ich konnte bei der Lumix im Grading nicht wirklich so übertreiben wie bei der Fujifilm. Ich muss trotzdem sagen, dass nach der Stabilisierung in DaVinci beide Cams ungefähr gleich von der Stabilisierung sind. Wenn ihr euch die Mühe nicht machen wollt und nicht so wirklich Ahnung mit dem Grading habt, dann könnt ihr natürlich auch einfach mit einem ganz normalen REC 709 Bildprofil filmen oder tatsächlich auch mit den Filmsimulationen. Ich habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich meine Filmsimulation einfach als Look benutze, um den dann auch im fertigen Video zu haben. Vorsicht, danach könnt ihr nichts mehr ändern. Kommen wir zu den Punkten, die für die Fujifilm als Videokamera sprechen. Wie ich schon in einem meiner letzten Videos meinte, nutze ich die Fujifilm auch für Kundenprojekte als B-Cam. Das liegt einfach daran, dass sie super leicht und super klein ist. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt für die Kamera. Dazu kommt noch, Fujifilm hat einfach total geile Farben, egal ob im Videomodus oder im Fotomodus, sieht beides immer wirklich sehr, sehr gut aus. Auch die Flexibilität beim Graden ist okay. Obwohl die Kamera bloß 8-Bit hat, kann ich trotzdem noch ein bisschen was verschieben und hier und da noch was rausholen. Und das Coolste ist halt irgendwie bei den Fujifilm, dass ich sie als Top-Hybrid-Kamera benutzen kann. Ich kann die sowohl für Fotos als auch für Videos benutzen. Das wäre so die Top-Kamera, die mich damals durch Hochzeiten und durch Travel-Filme und so gebracht hätte. Mit den richtigen Objektiven könnt ihr die Kamera wirklich für viele Zwecke benutzen. Was hat mir aber an der Cam nicht so gut gefallen? Wie ich schon meinte, die Stabilisierung. Also man merkt wirklich, dass da keine Stabilisierung ist im Body. Es gibt Objektive, die sind bildstabilisiert, die sind aber wieder ziemlich bulky und ich habe ja dieses Pancake-Objektiv vorne drauf, was halt irgendwie dazu beiträgt, dass die Kamera so klein ist und was halt auch das Geile ist. In der Nachstabilisierung hat sich das Ganze dann trotzdem als ganz gut rausgestellt und ich konnte alles noch einigermaßen stabilisieren. Was natürlich auch ein Nachteil sein kann für manche, die sieht nicht ganz so professionell aus. Die sieht nicht aus wie eine Videokamera. Wenn ihr wirklich an großen Sets arbeitet und professionelle Imagefilme filmen wollt, wird euch jeder Kunde ein bisschen komisch angucken und fragen, was das für eine Kamera ist. Ich weiß, das hat nichts mit dem Video zu tun am Ende, das weiß jeder, aber unsere Kunden leider nicht und die werden sich wundern. Der letzte Minuspunkt, warum ich die Cam nicht wirklich eben als Video-Hauptkamera empfehlen könnte, ist einfach der Preis. Weil für 1,2, was ich jetzt bezahlt habe, kriegt ihr bei Weitem bessere Videokameras. Meine Lumix kriegt ihr jetzt zum Beispiel auf eBay für, glaube ich, 700 Euro oder so den Buddy. Aber als Hybridkamera ist es trotzdem irgendwie super geil. Zusammengefasst würde ich sagen, die Fujifilm ist echt eine super, super geile Cam. Für Anfänger, für Run-Gunshots
für alles, was nicht so in den wirklich professionellen Sektor fallen muss. Man kann damit erstmal starten und hat alles, was man braucht. Gerade was diese Travel-Nische angeht, ich glaube, da findet die Kamera wirklich ihr Zuhause. Die passt überall rein, ihr habt nicht viel Stress, ihr könnt euch trotzdem noch gute Objektive holen und ihr könnt gutes Footage sammeln. Die Cam hat sogar einen HDMI-Anschluss, Kopfhöreranschluss, Blitzschuhanschluss. Also ihr habt alles, um die Kamera auch noch so ein bisschen aufzuriggen, wenn ihr wollt. Aber wie immer, lasst euch nicht nur von mir volllabern, sondern guckt euch auch mal irgendwie andere Videos an, Footage an, testet die Kamera vielleicht mal irgendwo und entscheidet dann, ob ihr sie kaufen wollt oder nicht. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr die Settings für meine Kamera sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich werde bald noch ein Video veröffentlichen, wo ich alles genau erkläre. Bis dahin, bleibt gesund, euer Lorenz. Peace.